So, und dann machen wir hier Max holen. Wir warten jetzt auf den Import. Den können wir hier. Stroh. Können wir nämlich hier. Ne? Kommen die Rohstoffe. Werden hier produziert im Prinzip. Und gehen dann hier ins Warenlager und dann hier in die Masthabar. Das ist eigentlich eine ziemlich coole Transportkette. Es ist gut, weil es noch kein Stroh, aber. Und auch eigentlich keine Arbeitskräfte. Nach wie vor. Oh, das. Was ist denn hier los? Massenauswanderung. Na hoch. Aber. Pff, in einem Schlag. Mehr Plätze. Mehr Plätze, mehr Plätze, mehr Plätze. Die sind alle nicht so einfach zufriedenzustellen. Ah, da kommt, kriegen wir einen hin. Komm, komm. Hm. Ein Schrein kann man hier hinsetzen. Hier ist so eine Lücke. Kann man einen Schrein. Thema. Oh ja. Habe ich nämlich wieder voll vergessen, den guten Osiris. Ist halt auch ein Gott, ist gar nicht mal so ohne. Den erstmal zu versorgen. Wenn sich hier um 5000 Handelsgeschichten kümmern muss. Das Problem ist, ich muss mich eigentlich darauf einstellen, dass hier irgendwann bald sich eine Armee ankündigt. Und das ist dann noch beschissener. Dann haben wir wirklich ein Problem. Also eigentlich müsste ich mich im Prinzip beeilen. Fonds kann ich auch bauen, ja. Also ich kann jederzeit per Land angegriffen werden oder zu Wasser. Und dann wird's teuer. Ah, da muss ich Holz importieren und Waffen. Und vor allem Waffen ist halt echt happig. Oder gibt's Waffenschmieden? Okay, Waffenschmieden. Kann ich Kupfer importieren? Ich kann Kupfer importieren. Okay, ich kann die Waffen notfalls selber bauen. Schmieden? Besser gesagt. Ja, es fehlt natürlich Stroh. Und Arbeitskräfte. Hm. Ah, da kommt auch wieder. Nee, das ist nicht der meiner Begierde. Wir haben viel Bier. Das ist gut. Wir haben viel Leinen. Noch besser. Also kommt wieder ordentlich Geld rein. Wir müssen halt nur warten, bis der. Ach, warte mal, der Strohtyp. Ah, hahaha, das war von dort. Ich brauche einen Dock. I see. Dann ist es natürlich nicht so schlau geregelt. Muss der Stroh erstmal bis hier hin? Naja, gut, bis so ein Siegel fertig ist, ist wieder eine Ladung Stroh da. Das geht schon. Man hat einmal angefangen, hat damit quasi. Alrighty then. Königreichwertung steigt. Ewiges Fest. Königreichwertung. Kultur. Ja, ist klar. Königreich ist sehr schön. Wohlstand. Mhm. Monument ist ja. Sind wir ja dabei. Hm. Warte mal. Wir müssen wieder drei Masthabas bauen. Ach du Scheiße. Tatsache. Das wird eine lange Mission. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Also ich glaube, die schaffe ich jetzt nicht in einem Aufguss. Die Aufnahme jetzt. Also die komplette Mission in einer einzigen Aufnahme. Ich glaube, da mache ich auch längere Parts. Dass ich die ein bisschen besser trenne. Weil Viertelstunden-Parts. Ich nehme jetzt glaube ich schon fast eine Stunde auf. Und also Fortschritt sieht anders aus. Weil. Oh Gott. Oh mein Gott. Meine Bürger werden krank. Oh, Probleme und Probleme. Ein Handelsschiff. Ich weiß wirklich nicht, warum wir hergekommen sind. Diese Stadt treibt absolut keinen Handel. Und der Landgang ist extrem langweilig. Es fehlen Arbeitskräfte. Jetzt, letzte Mission, da ist das Problem mit der Arbeitslosigkeit. Jetzt das mit Arbeitskräftemangel. Aber das Gewerbe, das floriert, das sage ich euch. Kauft zwar keiner, aber wir haben jede Menge Bier und Leinen. Muss jetzt eigentlich nur wieder einer Großeinkauf machen. Entweder aus, ne, Menefa oder Dimna. Die haben beide noch gar kein Bier gekauft dieses Jahr.
Also 5000 werde ich auf jeden Fall. Eigentlich müsste ich noch loswerden, so rum. Ein schickes Fach, oh, wow. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Da machen wir auf jeden Fall jetzt wieder einen ganzen Batzen Fortschritte. Brauchen insgesamt 9200 Ziegel. Wen sucht er? Ah! Leute. Niemand da, um die Waren anzunehmen. Mir das erklärt auch, warum keiner mehr das Bier kauft. Die kommen nicht mehr rüber. Aber es kriegt sie plötzlich weg. Oh nein! Scheiße! Gott, jetzt muss mir doch einer sagen, dass die Fähren nicht bemannt sind. Eine Seuche, super. Ist der allgemeine Gesundheitszustand so schlecht? Ja, nur wegen dieses Ereignis. Oh, scheiße. Apotheke, Apotheke, Apotheke habe ich doch. Also einfach alles töten. Ja. So, ich beseitigt. Hey. Und schon steigt hier die Attraktivität. Ah, verdammt, doch nicht beseitigt. Wow. Ihr habt Apotheken. Leute. Was ist denn... Alter. Ja, ich hab doch überall Apotheke. Ich hab doch hier eine Apotheke. Was ist los mit euch? Ja, null Bewohner. Alter. Null. 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 Alles tot. Ihr spinnt. Eindeutig. Tja, muss ich euch leider alle rausschmeißen. Also, naja, ist ja nichts mit rausschmeißen, ne? Oh. Das kommt mir gerade recht, ey. Als hätte ich nicht genug Probleme, was Arbeitskräfte angeht. Habe ich jetzt eigentlich mittlerweile Stroh? Ja. Aber es reicht nur für einen Betrieb. Deswegen ist halt nur einer momentan. Und Stroh aus einem Warenlager. Das ist. Ah ja, das ist noch. Die sind gerade unterwegs. Wo auch immer. So, Stroh hebt man erstmal auf. Oder? Oh ne, ist auch nicht mehr so viel. Das müssen wir weiter importieren. Oh, jemand hat mir mein Bier abgekauft. Sehr schön. Und kauft mir meine Leinen ab. Oh yeah. Oh, es wird langsam eng hier. dann auf jeden Fall noch ein paar Webereien hier. Erstmal warten, bis Arbeitskräfte wieder ins Land kommen. Oha. Ja, da müssen wir uns erstmal gedulden. Da stacken wir das wahrscheinlich jetzt ein bisschen. Zu viele Fischerboote. Also ich will wenigstens die Masterbar hier noch fertig kriegen. Noch habt ihr Zeit. Noch ist, ne, Winter. Haben die schon irgendwas produziert? Machen die überhaupt was hier? Ja. Da geht's jetzt. Ah, da geht's jetzt auch los. Juhu! Aber es fehlen halt Arbeitskräfte nach wie vor. Und es fehlen Töpferwaren. Hm. Ja gut, die sind in Arbeit. Kann ich mir auf jeden Fall einen Platz hinsetzen. Hier wieder auch. Oh, was ist los? Was ist los? Bier fehlt. Bier fehlt. Ja, jetzt muss ich doch mal... Nee, das nicht kaufen. Aber Bier. Sollte man doch wenigstens ein bisschen die schon mit versorgen. Weil sonst habe ich noch mehr Arbeitskräftemangel. Ah, jetzt regen die sich wieder... Geht die Scheiße wieder los. Gärten... Wird nicht. Warenlager sind voll. Panik. Dann weiß ich das mal ab. Stattdessen gibt es eine mittlere Statue. Hier so rein. Ja, die alle anglotzt. Reicht euch natürlich nicht, ne? Ja. Na gut, doch ein bisschen. Okay. Wir haben Wohnungen für 128 Personen. Brauchen. Ja, auch. Im Prinzip so viele Arbeitskräfte. Osiris erinnert mich daran, dass ich ihn beüppigen soll. Mach mal. So, die Seuche ist abgewandt. Dann wird alles vernichtet. Quarantäne. Wir brauchen auf jeden Fall ein neues Warenlager.
Das lässt sich nicht leugnen. Eine hervorragende Überschwemmung. Das hört man gern. Aber ich werde eine Brauerei killen. Damit ich hier noch eine Straße bauen kann. Ah, ne, ist noch nicht. Jetzt laufen die wieder alle da lang und... ist so cool. Die Ziegeleien arbeiten fleißig. Wie gespeichert? Ja, schön, doch. Ist eine Idee. Soll vielleicht mal ein Hauptsafe machen. Oh, fast 1, 2, 3, 4, 5. Aber das ist auf jeden Fall wieder ein sehr kleines Plus, aber es ist ein Plus. Aber es ist auch Januar, okay. Passt schon. Warte mal, letztes. Ja, trotzdem vielen neuen, vielen Wohnungsbau und den Import. Tribut. Tribut. Aha, wahrscheinlich muss ich das Darlehen zurückzahlen noch. Hey, ich kann meinen Steuersatz erhöhen. Bringt nicht viel. Aber. Merkt keiner. Merkt keiner. 1% Steuer mehr. Ach. Voll nicht. Hm, die wollen jetzt alle Bier, ne? Ja, 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 ja. Ist schon klar, ne? Die Suffköppe. Brauchen mehr Ton. Wohl, nö. Das läuft. Sind alle versorgt. Reicht das eigentlich? Das eine Silo? Ja, das reicht sogar. Oh, das reicht sogar locker. Ausbildung für 9 Monate. Ist auch ein bisschen komisch. Ne? Also so als... ja. Ganzen Tag. Wirklich. Frühs bis abends. Nur Fisch essen. Es, weiß ja nicht. Würde ich wahnsinnig werden wahrscheinlich. Oh, das Warenlager ist schon wieder voll. Okay. Okay. Oh, ein Warenlager. Voll. Ich habe so viele Leinen. Viel zu viele Leinen. Kauf mir meine Leinen ab. Wer kauft eigentlich Leinen? Die kaufen Leinen. 0 Leinen gekauft. Das müssen wir ändern. Wenn ich irgendwas, die importieren nicht, ne? Habe ich noch andere Handelspartner. Die verkaufen nur Stroh, Ziegel, Schilf. Die kaufen Edelsteine. Edelsteine. Vor allem verkaufen und kaufen Luxuswaren. Achso, Schmuck und Elfenbein, stimmt, das ist ja unterschiedliche Kategorien. Die kaufen Leinen. Seeroute, naja, ist okay. Ist okay, ist okay. Kaufen wir Fisch, Ton, Bier. Ich kaufe auch Bier. Warum kann ich eigentlich Granit verkaufen? Ah ne, importieren, okay. Aber es gibt auch... ah ne, die verkaufen es nur. Ach, die verkaufen Bier. Stimmt, da habe ich jetzt, ne? Schief geguckt. Aber die kaufen den ganzen Berg Leinen. Das ist gut. Kann ich die auf jeden Fall los. Das Gewusel hier, die ganzen Boote. Fetzt. Arbeitskräfte. Oh. Müsste irgendwie mehr Arbeitskräfte kommen hier. Der Ecke. Kann ich irgendwo Plätze setzen? Das sieht nicht gut aus. Die haben, glaube ich... ah, Fischerhafen. Da kann ich was ändern. Ah, doch, doch, richtig. Mensch. Ja? Schon anfangen? Ja, ja. Okay. Nicht viel, aber... kann man mit arbeiten. Und damit steigert... ja, auch hier steigert sich die Wahrscheinlichkeit, dass ich hier bald irgendwie... da, da, die kann schon fahren. Da, ah, ja, gut, das war's. Aber oh, besser als nichts, wa? Eine ganze Menge neue Einwohner. Oh, was ist hier los? Hä? Kein Zugang zu religiösen... da ist ein Tempel, Leute. Da ist ein Tempel. Das ist halt das Problem, dass ich hier keine Sperren habe. Aber ich kann halt auch keine setzen, weil ständig irgendeiner dazwischen rumwuselt. Das nervt. Jetzt, wenn ich jetzt einbaue, finde ich keine Arbeitskräfte. Und der Architekt verläuft sich auch. Was macht der eigentlich da hinten? Ja, ich wollte es gerade sagen.
Ach nee, das ist die Maurergilde. Okay, das ist verständlich, dass die einstürzt, weil ich hier nichts gebaut habe. Aber mal, ich gucke mal nach Problemen. So, fehlen Rohstoffe. Ist klar. Und hier nämlich Arbeitskräfte, die kommen. Ja, auch. Kein Zugang zu Arbeitskräften. Nicht so cool. Das ist wahrscheinlich durch die Sperre? Nö. Eigentlich ist die Sperre relativ sinnlos. Die können hier den Bogen laufen. Die sind einfach nur zu faul, das Stück hier, ne? Bisschen runter, ja? Hä? Ja. Ne? Können sie auch abreißen. Alles. Ja. Dann haben wir noch andere Probleme. Baldige Drückentwicklung. Ah, oh, Töpfer waren alle. Nein, nicht, eigentlich nicht alle. Die sind auch im Bazar. Hab ich mal. Ich glaube, ich brauche hier wieder so ein Zweitbazar hin. Wetten der Arbeitssucher spawnt hier. Achtung, Wetten. Nee, wow. Okay, war 50-50 Chance, aber ich hätte es erwartet. Doch. Kein Zugang zu einer lokalen religiösen Einrichtung. Brauche ich euch jetzt einen Schrein genau vor die Haustür. Ja. Apropos Schrein, der ist zufrieden. Sehr schön. Ja, jetzt habt ihr eure religiöse Einrichtung. Ja, schwert euch mal nicht. Aber wahrscheinlich gilt das nicht. Ich muss einfach einen Priester vorbeilaufen. Ah, den habe ich eingesperrt. Ach ne, ah, das ist das Problem. Okay. Das ist natürlich, ne? Klar. Ne, dann. Das ist echt kacke. Das ist richtig kacke. Sorry, Osiris. Ist aber so nicht. Toll, jetzt hauen die alle ab, weil der hier immer hier rausgegangen ist. Statt da, wo halt, ne, hingehört. Alter. Dann baue ich hier noch einen Tempel. Na, scheiße, der passt nicht. Doch, der passt. Ach, Schwein gehabt. Ja, klar braucht man in Stadt Arbeitskräfte. Sind jetzt alle abgehauen. Ja, jetzt sind sie wieder da. Es geht wieder fahrtartig hoch, ne? Ist klar, ist klar. Ich muss die Sperre hier trotzdem wegmachen. Jetzt kommen die nicht an meine Häuser ran, die Arbeitssucher. Ich habe viel zu krassen Arbeitskräftemangel und da. Oha. Aber Wohnung für eine Menge Menschen. Also, sie müssten jetzt eigentlich alle nachgezogen kommen. Ja. Nee? Toll, wir haben schon wieder keinen Priester. Was waren eigentlich. Was macht die Mastaba? Die. Oh, der fehlt noch einiges. Also Stroh haben. Ah, gut, die Ziegeleien, ne? Sind natürlich alle nicht besetzt. Ich importiere jetzt Ziegel. Oh, ich habe übelst das Plus, wie ich Ziegel importiere. Die kosten natürlich eine ganze Menge, ne? Aber ich erstmal 1000, 2000 importiere? Pff, über 30.000. Nee, nee. Sorry. Das reicht. Ach, nicht exportieren. Ich bin auch doof. Importieren. Nein, nicht bis 30.000. Na komm, das Stück noch. So. Das reicht erstmal. Das ist schon, ne, ordentlich Gewinn, den wir da jetzt haben. Also die Warenlager sind jetzt okay. Ich dachte, die sind leer, aber... Ich brauche mehr Webereien auf jeden Fall. Ja, ich weiß. Holzkräfte. Bla, 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 bla. Kann euch nicht hören. So, Problemchen. Die haben alle keine Warenlager mehr. Oh, die brauchen Bier. Die bekommen Bier. Die bekommen kein Bier. Hamstern.
So, keine Arbeitskräfte. Keine Arbeitskräfte bei der Zurückentwicklung, weil... Oh, Nahrungsmittel fehlen. Da hat aber einer geschlammt im Bazar. Ach, warum haben die wieder... Verstehe ich nicht. Vielleicht war auch einfach keine Fähre frei. Das waren aber so trotzdem noch... leer. So gut wie...